Herzlich willkommen in der Radiofabrik Salzburg, hier auf dem Slot Grenzland Vibes von Roman Reischl. Diesmal wieder mit uns, den Helden ohne Anstand, mit einer Sondersendung. Mein Name ist Benjamin White und als Thema haben wir heute Abend die Dystopie. Und beginnen werden wir mit einem Lied, was sehr gut zu unserer Dystopie passt, aber auch auf andere Dystopien, und zwar Das Ich mit dem Song Im Ich. Viel Spaß! Zerzauste Kleidern und Gebärden, Blicke ziehen Runden mit Begehren auf Tafelrunden, liegen Sklaven der Frühgeburten, da gekocht unter unseren kalten Kellern, warten Weiber auf die Porten, verkrampfte Schreie speien. Kinderhändler warten, sie zu wiegen. Starke Männer werden trunken, wenn sie kaltes Grauen küssen. Stumpfe Glieder werden weinen, weil mit Hoffnung nichts verdient. Ein kränklich armes, müdes Volk verschließt die Ohren. Hören Schmerzen vor tiefen Abgrund, stehen Richter. Das sicherlich ist kein Idol. So, da sind wir wieder. Und jetzt möchte ich auch meine Mitstreiter vorstellen, die Helden ohne Anstand, und zwar Julian, Thomas und Roman. Herzlich willkommen heute Abend in der Radiofabrik Salzburg, Grenzland Vibes mit den Helden ohne Anstand. Einen wunderschönen guten Abend. Hallihallo, schönen guten Abend. Hallo.
Hallo zusammen. Einen wunderschönen guten Abend und wie gesagt, wir haben das Thema Dystopie. Und jetzt möchte ich euch eingangs mal fragen, was verbindet ihr mit einem Wort oder vielleicht mit einem Satz mit dem Thema Dystopie? Roman. Ach je, fassen mich direkt als Ersten. Da frage ich dich direkt als Ersten, genau. Ja gut, du kannst natürlich den Klassiker nehmen. 1984 ist die Dystopie schlechthin und ja, ansonsten einfach eine Menge geile Filme und Bücher, ja. Sehr gut. Thomas? Was verbinde ich mit Dystopie? Die Dystopie ist ja an sich immer eine Warnung vor der Zukunft. Und ich glaube, das war schon ein Satz, oder? Das war auch schon ein Satz. Ist auch super, Julian. So wie es nicht sein sollte. Das wäre, glaube Punkt. ich, mein Satz. Den würde ich Punkt. so formulieren. Ja, eine Okay. Dystopie ist grundsätzlich das, so wie es nicht sein sollte. Okay. Ja, das ist ja schon mal eine. Ja, damit kann man schon mal arbeiten, ne? Dass ihr alle auf jeden Fall einen Plan von Dystopien habt. Was es mit dem Begriff an sich auf sich hat, das werden wir auf jeden Fall heute Abend noch diskutieren. Mal meine Frage in die Runde und wir machen das jetzt mal offen. Glaubt ihr eigentlich, dass wir mittlerweile auch schon in einer dystopischen Welt leben? Wie ist da eure, ja, wie ist da euer Ansatz? Wie ist da eure Meinung zu? Ich meine, es brennt an allen Enden und Ecken. Was meint ihr dazu? Julian zum Beispiel jetzt Also es erst. gibt durchaus dystopische Ansätze. Ich meine, wenn muss hier nur mal die Logistikbranche angucken, was da für Arbeitsverhältnisse herrschen und was für neue Dienste da entstehen und kann ja mit so einem Job, der ziemlich hart ist, kannst du gerade mal so irgendwie einen Lebensunterhalt bestreiten. Das ist schon, das also es gefällt mir ehrlich gesagt nicht unbedingt und das geht schon in so eine dystopische Richtung. Wo Menschen tatsächlich keine gute Arbeit mehr haben, um sie zu erledigen. Also das ist irgendwie ein bisschen schwierig und die ganze Datenüberwachung und hin und her, das sind auch natürlich so Ansätze, die schon so einen faden Beigeschmack haben, gerade was NSA und CIA sich da in den letzten Jahren geleistet hat. Da braucht man nur 5 Minuten mal hier Edward Snowden zuhören und kriegt auch, glaube ich, nur ansatzweise mal mit, was da eigentlich für Bullshit im Hintergrund gerade so läuft und wovon viele tatsächlich ja auch gar keine Ahnung haben. Also da geht es ja letztendlich auch an die Grundrechte und Privatsphäre etc. Und das will auch niemand so wirklich verstehen, auch gerade was so soziale Medien angeht, nimmt teilweise auch sehr narzisstische und ungesunde Züge an. Also es gibt durchaus genug Negatives in der aktuellen Zeit, in der wir da gerade leben, aber andererseits gibt es auch genauso gut, genauso viele Lichtblicke. Also ich sehe das jetzt nicht nur schwarz und nicht nur weiß. Ja, es gibt Probleme, aber es gibt auch Sachen, die sehr, sehr bereichernd auch sind, so gesellschaftlich. Ja, das ist ein gutes Gerade Stichwort. in Bezug auf Wissensvermittlung, Bildung etc. Das ist ein Da ist gutes schon auch dank Stichwort. der Digitalisierung eine Menge möglich. Also, es wurde jetzt von einigen Leuten auch gesagt, auch von Richard David Precht zum Beispiel, wir leben schon in den besten aller Zeiten zum Beispiel, ne? Deswegen fragte ich, leben wir in einer dystopischen Zeit? Aber was du gerade sagtest, das sind diese Synergieeffekte, die immer dann auftreten, wenn große Firmen alles zusammenlegen und im Endeffekt das Individuum unterdrückt wird. Und das steuert ja dann schon wirklich auf eine Dystopie zu, nicht wahr? Und das in Form von Sharing Economy und Social Media, ne? Also ist schon ein ziemlich interessanter Gedanke. Ja, wie sehen die anderen das eigentlich? Roman, Thomas? Man muss ja die Dystopie immer im Kontext der Zeit sehen, in der sie entstanden ist. Also eine Dystopie oder eine Art von Dystopie, wie wir sie immer kennen oder wie sie sehr beliebt ist, ist zum Beispiel das Genre des Cyberpunk, das ja in den 80ern entstanden ist und so ein bisschen vor diesen ganzen Megakonzernen und so weiter gewarnt hat. Das ist ja in gewisser Weise wahr geworden, aber nicht so, wie man sich das damals vorgestellt hat vor 30 Jahren. Und ich glaube, wenn man jetzt eine Zukunftsvision erstellen würde, eine Dystopie, würde man irgendwann feststellen, dass viel davon vielleicht wahr geworden ist, aber nicht so, wie man sich jetzt vorstellt.
gewisserweise ist alles viel schlimmer, als man sich das gedacht hat, aber vielleicht auch in anderer Hinsicht nicht ganz so schlimm. Warum erzähle ich das alles? Ich habe den Faden verloren. Ich glaube, wir müssen mal kurz hier aufpassen. Was mir gerade noch einfällt zu dem Thema, ist, dass es ja eine hundertprozentige Dystopie auch gar nicht geben kann per Definition, weil das ja sowohl die Dystopie als auch die Utopie sind ja Zustände, die nie im Leben erreicht werden können, weil es immer eine Fehlerkomponente geben wird in beiden Systemen. Sehr richtig, ja. Deswegen kann man, glaube ich, auch generell nur von dystopischen Verhältnissen reden oder dystopischen Effekten oder irgendwie sowas. Oder meinetwegen auch Katalysatoren, die Richtung in eine bestimmte eben lenken. Ja gut, aber da würde ich dir widersprechen, Julian. In der Kunstform gibt es schon eine klare Dystopie oder eine klare Utopie. Das ist dann natürlich sehr künstlerisch ausgearbeitet, nicht wahr? Das ist dann natürlich auch teilweise überspitzt. Gesellschaftliche natürlich. Utopie ist ja letztendlich auch das hier mit dem Grundeinkommen, ne? Das ist ja auch so eine Vision, die da häufig kolportiert wird. Da bin ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht ganz so sicher, ob das wirklich so toll ist, wenn jeder Grundeinkommen hat und dann durch seine Arbeitskraft oder im Prinzip Geld verdienen nur on top, oder meinetwegen wird das dann so Außenmaße geben wie, oder noch weiter verstärken, wie was wir jetzt schon mit YouTubern und Streamern und Bloggern und so weiter erleben und Influencern. Das ist ja letztendlich genau die Richtung. Das sind alles mehr oder weniger Selfmade-Projekte, die zum großen Teil natürlich auch auf Spenden basieren und nur sehr wenige dann auch mit Werbung irgendwie noch Geld verdienen. Ja, oder gut, sowas. Okay, alles klar. Aber das brechen wir jetzt trotzdem nochmal. Das hat schon was sehr Selbstbestimmtes. Zwar kostet das eine Menge Arbeit und auch sehr viel Zeit. Und da ist natürlich auch die Gefahr der Ausbeutung ziemlich groß, ne? Nur da ist auch dann die Frage, wer wen ausbeutet. Sind es die Zuschauer, die immer Aufmerksamkeit wollen, oder sind es dann irgendwelche Auftraggeber, die wenig Geld geben, mehr oder weniger, ne? Ja gut, okay. Brechen wir kann man es, jetzt brechen, so oder so brechen sehen. Wir das aber jetzt mal trotzdem ziemlich runter, weil das ist jetzt schon, wir gehen jetzt schon wirklich sehr, sehr in die reale Philosophie. Aber was eine Dystopie eigentlich meint, ist ja erstmal der Zeigefinger, so wie es nicht sein sollte, und eine Warnung erstmal. Also das würde ich erstmal als Grundlage kolportieren. Und Dystopien sind ja immer oder sehr oft geprägt auch von wirklich einer Tyrannei und von demografischen Verwerfungen. Das ist ja das, was keiner will. Genau, richtig. Ja. Von demografischen Verwerfungen, von Naturkatastrophen, und die Welt ist absolut, ich wollte gerade sagen, abgefuckt, aber darauf runtergebrochen, darauf basieren ja auch sehr viele Filme, und die überzeichnen natürlich auch einiges, ne? Roman, was würdest du denn sagen? Welt momentan, ja oder nein? Was würdest du sagen? Ich meine, der Julian hat nicht unrecht. Es gibt natürlich Tendenzen oder gewisse Aspekte, die schon so ein bisschen in Dystopien der Vergangenheit irgendwo mal aufgenommen wurden. Eben so Datenkraken und alles wissende Unternehmen, klar. Aber letztendlich, finde ich, muss man das doch ein bisschen unaufgeregter sehen. Also da sind wir schon hier noch weit von entfernt. Dann würde ich wirklich, wenn wir von aktuellen Dystopien reden, oder von Menschen, die in einer eher dystopischen Welt leben, dann muss man wahrscheinlich eher nach China oder so gucken. Also ich meine, das ist dann echt schon hardcore teilweise, wie da Überwachung und so funktioniert. Da bin ich jetzt bei uns eigentlich noch sehr entspannt. Ja gut, wenn wir über uns reden, muss man dazu sagen, dass wir Helden ohne Anstand in Angstraum spielen, einer Dystopie, in der die sogenannte Neo-SS Europa quasi beherrscht, in Russland eingefallen ist, die USA und andere sind handlungsunfähig. Und China ist da von dir, Roman, ein gutes Stichwort, denn Julian entwirft ja oder wird noch entwerfen für unser Kompendium ein Überwachungskonzept à la China, das wirklich sehr dystopisch ist. Julian, kannst du da noch mal ein bisschen drüber reden oder ein bisschen ausholen? Ja, gerne. Es gibt in der Angstraumwelt gibt es ja dieses Euronet. Das ist so eine Art Internet, aber abgeschnitten von der Außenwelt. Es gibt nur wenig Kommunikationskanäle, die nach außen in Richtung Russland, Asien und Amerika gehen. Da hat die Neo-SS schon ziemlich
restriktiv das Hackebeil ans Kabel gesetzt und es gibt nur ein paar wenige, die über spezielle Zugänge nur nach außen rauskommen. Also gerade so die Führungsebene und sowas, die haben da schon ihren Draht nach draußen und Geheimdienste auch. Aber eben die normale Bevölkerung, Polizei etc., was so auf der auf diesem gesellschaftlichen Level unterwegs ist, die kriegen da nur offizielle Infos von außen über die Staatsmedien. Das Blatt zum Beispiel, da diese Zeitung oder sonst irgendwelche Radio, Fernseh, sonst irgendwelche Euronet-Meldungen, wie auch immer. Also die werden da schon propagandistisch auf jeden Fall mit Informationen versorgt. Wie das Ganze rein technisch jetzt funktioniert und inwiefern da Handys und Smartphones oder Computer noch eine weitergehende Rolle spielen im gesellschaftlichen Leben, also abseits von dem, was wir jetzt durch unser Pen-and-Paper-Spiel schon definiert haben, das ist tatsächlich alles noch so im Aufbau. Und das Thema Überwachung spielt natürlich auch eine Rolle. Videoüberwachung ist mehr oder weniger zumindest an den großen öffentlichen Plätzen jetzt ja auch nichts Neues in der aktuellen Zeit. Und ja, die NeoSS prüft das doch ein bisschen ordentlicher, glaube ich. Aber das, das vielleicht ist sehr lieb gesagt. Auch in die nächste Spielerunde nochmal irgendwie was mit ein, weil bisher also haben wir das Thema ja relativ gut umschifft, so wie ich mich da erinnere. Das würde ich aber so nicht sagen. Also ich meine, ich habe ja Angstraum so gestaltet eigentlich, dass es wirklich ein Überwachungsstaat ist und wir ja alle schon mal erfasst wurden und das Ganze wird jetzt genullt durch ein Abenteuer. Wir wollen das Ganze jetzt aber nicht an unserem Angstraum aufhängen. Das Thema Dystopie, es ist natürlich eine klare Dystopie. Es ist eine Tyrannei, es ist der Einzelne wird unterdrückt und so weiter und so fort. Was jetzt nochmal eine Frage wäre, ist zum Thema China. Vielleicht, weiß ich nicht, ob Roman oder Thomas dann noch was zu sagen wollen. Ja, ob das wirklich gut passt zu dieser Dystopie. Also zu Angstraum, um jetzt doch nochmal darauf zurückzukommen. Oder ist euch das wirklich dann zu restriktiv? Ne, also ich meine, das, was Julian beschrieben hat, ist ja heute schon Tatsache im Grunde, ne? In China jetzt konkret. Gut, ich weiß es jetzt auch nicht aus erster Hand, ist klar, sondern auch nur hören, sagen. Also ich war selber auch noch nicht in China. Aber das, was Julian gerade vom Euronet oder wie das halt in unserer Dystopie Angstraum abläuft, das ist ja wirklich schon Tatsache in China. Und das finde ich dann schon irgendwie sehr, nicht mehr so ganz angenehm. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, scheinbar ist das aber auch bei den Chinesen selber, ist natürlich auch wieder Hörensagen von Dritten, eben oftmals auch gar nicht so wahrgenommen als die Dystopie, als die wir das hier in den westlichen Ländern wahrnehmen. Ja, richtig. Ist so ein bisschen wie der Frosch im Wasserglas, was sich langsam erhitzt. Ganz genau. Das wenn man einen auch Frosch nicht, auf, die, wird, ne? Also, auf die Herdplatte setzt, dann springt er sofort runter. Aber wenn man ihn langsam erhitzt, dann bleibt er drin. Ja, genau, richtig. Ja. Meine Frage wäre jetzt noch zum Beispiel, ich hatte es schon mal angesprochen, dass einige kluge Leute auch sagen, ey, wir leben in den besten Zeiten. Ja, rein statistisch betrachtet ja auch der Fall sein. Aber die gefühlte Qualität hat doch gelitten. Liegt das mit der gefühlten Qualität daran, dass wir viel zu viel und viel zu direkten Zugang zu so vielen Medien mittlerweile haben, dass uns alles total schlecht und übel erscheint? Es ist ja nicht nur der Medienkonsum. Gefühlt kann sich jeder Zweite mittlerweile irgendwie einen Neuwagen leisten, was bei mir so im Bekannten- und Kollegenkreis so durch die Welt geflogen und gejettet wird, das ist schon, das hat schon irgendwie gefühlt sehr zugenommen im Vergleich zu von vor ein paar Jahren. Dazu sind auch immer mehr Autos auf den Straßen. Also das war vor 5 Jahren gefühlt auch noch anders. Heute hast du in den Ballungszentren überall Stau. Also ich kenne kein Ballungszentrum in Deutschland, das da jetzt gar keine Probleme hat. Also überall ist alles verstopft. Wie komme ich denn da jetzt eigentlich auf den Verkehr? Hol mich mal zurück eben. Ja, die gefühlte Qualität. Ich erlöse dich jetzt erstmal mit folgender Ansage, denn wir sind die Helden ohne Anstand. Wir haben heute das Thema Dystopien, die Dystopie an sich. Wir diskutieren das Thema
Und natürlich gibt es auch Musik. Und damit möchte ich jetzt gerne einsteigen mit Hans Zimmer und dem Song Deshi Bashara aus dem The Dark Knight Rises Original Soundtrack. Wie gesagt, Hans Zimmer, viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zurück in der Radiofabrik Salzburg, Grenzland Vibes, auf dem Slot von Roman Reischl. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Wir sind die Helden ohne Anstand. Und ihr hörtet gerade Deshi Bashara von Hans Zimmer aus dem Original-Soundtrack von The Dark Knight Rises. Unser Thema heute sind Dystopien oder die Dystopie an sich. Und eine neue Frage in die Runde wäre: Habt ihr eigentlich eine Lieblingsdystopie, einen Film oder ein Buch? Julian, Thomas, Roman. Ist natürlich sehr geschickt beim Thema Dystopie von einer Lieblingsdystopie zu sprechen. In Aber Anführungsstrichen. ja, aber also bei mir ist es so, ich bin ja in den 80ern groß geworden und dementsprechend bleiben natürlich auch die Sachen aus den 80ern ganz besonders hängen. Und da habe ich zum Beispiel den Blade Runner als Film, den ich auch immer wieder gerne gucke, der ja mit seiner Bildsprache quasi ein ganzes Genre geprägt hat damals. Das ist echt wirklich das Erste, was mir auch immer bei Dystopie einfällt, ist immer Blade Runner. Geht's euch auch so? Also Julian, Nee. Roman? Nee? Was Nee, fällt dir Blade als... Runner ist auf jeden Fall ziemlich weit oben in der Liste der Favorite-Dystopien. Aber ich habe eher so Matrix, glaube ich, so als Tatsächlich die Matrix, ja? Dystopie im Kopf. Also Matrix steht relativ weit oben. Ja, nee, doch Matrix. Ich lege mich mal auf Matrix fest. Wenn du nur eine Sache hören willst, dann auf jeden Fall Matrix. Okay. Roman? Ja, ich
schließe mich da dem Thomas an. Also ich finde auch, dass Blade Runner eine meiner absoluten Lieblingsdystopien ist. Sowohl das Buch als auch der Film. Es hat eine geile literarische Vorlage, die halt auch wirklich mega gut visuell umgesetzt ist. Mhm. Ja, absoluter Klassiker. Ich würde hier noch Vaterland ins Bild führen. Das ist ein fantastisches Buch. Es ist ein fantastisches Buch und es ist auch ein sehr, sehr fantastischer Film, muss man auch dazu sagen, mit Rutger Hauer in der Hauptrolle. Ne? Das ist ein absoluter Klassiker von Philip K. Dick und davon abgeleitet, ich muss dazu sagen, dass natürlich Vaterland und The Man in the High Castle für mich absolute Vorbilder auch waren für unsere Dystopie Angstraum, in der wir Pen & Paper spielen. Und wo wir auch ein Compendium zu machen mit Regelwerk und Zeichnungen und so weiter und so fort. By the way, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer uns finden möchte, unsere Podcasts finden möchte und auch Zeichnungen und so weiter und so fort, der gebe einfach Helden ohne Anstand bei Google ein und man findet uns sofort ganz oben in den ersten Einträgen. Das kurz zur Eigenwerbung. Und wer es gerne abtippen will, www.helden- ohne. Shit, jetzt habe ich es verkackt. Warte mal, das mache ich nochmal. www.helden-ohne-anstand.de. Vielen Dank. Ja, danke nochmal, Julian, dafür. Lieblingsdystopien, das ist schon so ein Widerspruch in sich eigentlich, ne? Aber ich habe es jetzt einfach mal so benutzt. Für mich war es tatsächlich die Terminator-Reihe. Also Teil 1 und 2. Also der Rest ist natürlich Bullshit. Aber das ist für mich auch so eine ganz klassische Dystopie, die auch lange Zeit, finde ich, sehr, sehr unterschätzt wurde in diesem Genre. Insbesondere. Hat einer Dark Fate schon gesehen, den dritten Nein, Terminator? Möchte ich auch nicht. Also der jetzt eigentlich der dritte sein soll, der wahre Nachfolger von Terminator 2? Nee, Dark Fate bitte nicht, nein. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir den noch geben soll. Also ich habe bisher alle Terminator-Teile gesehen. Ich verspüre eine dezente Anti-Haltung. Aber im Kino muss ich den jetzt nicht sehen. Ja, angucken werde ich mir den auch irgendwann. Es ist wie mit Star Wars. Ja, man guckt den sich an, aber wirklich was davon halten. Also das sind meine Ansprüche schon wirklich ganz, ganz weit unten. Apropos Star Wars, da können wir auch... Nein, aber nicht heute. Nicht in dieser Sendung. Nein, nicht... Es ist eine ich bin nur so begeistert vom Mandalorianer. Das ist wirklich fantastisch. Ja, gut, können wir dann im März drüber sprechen? Ich wollte es gerade sagen. Das ist eine Dystopie der ganz anderen Art, weil es ist ein dystopischer Zustand der Filmindustrie, der mir einfach nur noch aufs Skrotum geht. Ja. Na gut, gibt es denn, um jetzt mal so ein bisschen, gibt es denn irgendwelche modernen Dystopien, die momentan so in den Medien sind? Also ich hätte jetzt zum Beispiel die These, dass diese ganzen Zombie-Filme auch irgendwie in diese Schiene mit reingehen. Ja, an die Zombies habe ich auch gedacht. Die kriegt man ja aus dem Fernsehen gar nicht mehr weg. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dazu muss ich sagen, also es gibt tatsächlich ein Film, von dem hatte ich erst gar nichts gehalten, bis ich ihn gesehen hatte. Und das war tatsächlich World War Z oder World War Z, wie man auch immer das... Der mit Brad Pitt? Mit Brad Pitt, genau. Kann ich dir das Buch empfehlen? Das ist wesentlich besser. Das ist im meisten Fällen der Fall, dass das Buch besser ist als der Film. Ja, bis zu dem Punkt, dass das Buch halt tatsächlich mit dem Film nichts zu tun hat. Okay, das ist auch schon mal eine Aussage. Ja. Gut, danke schön für was, den Tipp. Was ist denn da, was macht das Buch denn anders? Ist oder quasi, was macht ja, der Film das Buch falsch? Ist quasi in so Vignetten aufgeteilt, also in so kleine Kapitel, die aus unterschiedlichen Sichtweisen erzählt werden. Und da wird dann halt von verschiedensten Charakteren berichtet, die dann auf verschiedenste Weise halt diesen World War Z, also diesen Zombie-Weltkrieg, da irgendwie überleben. Also da gibt es zum Beispiel eine Geschichte von so einem Soldaten, der da in Amerika an der Front kämpft gegen diese Zombies, und dann gibt es eine Geschichte von so einem japanischen Kotaku, der erst nach 3 Tagen merkt, dass keiner mehr da ist, weil er die ganze Zeit online gezockt hat, und dann zieht er da durch das leere Tokio und überlebt da irgendwie und so weiter, und das ist sehr interessant, während der Film halt mehr oder weniger halt nur so ein Standard-Zombie-Film ist, ne? Ja, es klingt tatsächlich spannend. Danke für die Empfehlung, werde ich mal Ausschau halten. Das Ding ist halt, dass Dystopien sich ja im Allgemeinen auch immer damit beschäftigen oder häufig damit beschäftigen, dass es Diktaturen gibt.
Jetzt gibt es die Kritik an Dystopien, dass Diktaturen immer sehr kurzlebig sind. Und also als Kernelement von Dystopien, dass da immer die Diktatur herhält. Findet ihr das zu kurz gegriffen oder würdet ihr sagen, ja, doch, Ein Stück weit vielleicht. das Wesen der Dystopie ist auch immer eine Art von Diktatur. Sei es jetzt von Konzernen oder von Regierungen oder von, ja, von anderen Institutionen. Wie würdet ihr das differenzieren? Na gut, das würde ich vielleicht noch mit so apokalyptischen oder postapokalyptischen Dystopien nochmal ergänzen. Da, gut, da hast du aber dann auch natürlich immer meistens Geschichten mit Warlords und selten, dass es irgendwie so ein mehr so in Richtung Überlebenskampf geht. Also mir fällt da jetzt so aus der Videospielecke Last of Us zum Beispiel ein, was in so eine Richtung geht. Das Wobei finde ich ich das jetzt relativ nicht interessant. als Dystopie eigentlich bezeichnen Aber würde. Also ansonsten. was der Benjamin gesagt hat, würde ich schon. Meinst du, weil es auch wieder gleichzeitig ein Ja, Neuanfang eben. Also ist? es ist nicht Roman? per se negativ. Na gut, das klingt jetzt ein bisschen blöd. Natürlich ist Last of Us oder auch irgendwelche Zombie-Filme ist natürlich negative Welt, aber ich finde schon, dass da prinzipiell entweder ein autoritärer Staat oder irgendwie eine sehr mächtige Firma, Unternehmen oder sowas sein muss. Mir fällt jetzt eigentlich nichts ein, was ohne sowas auskommen würde. Also, wenn du so Eben, ne? Genau. Endzeit-Apokalypse, da sehe ich keine Dystopie in dem Sinne. Also, wenn ich jetzt an Mad Max denke oder sowas, es ist jetzt nicht dystopisch. Klar, es ist keine tolle Welt, da möchte ich nicht drin leben, aber die Leute da haben ja ein, sag ich mal, mehr oder weniger selbstbestimmtes Leben und das ist ja soweit ganz, naja, nicht schön, aber irgendwo. Aber Nicht schön, aber ja, so unsers. ungefähr. Ja, Ja, ich war. wobei die Definition der Dystopie noch weiter gefasst ist. Es geht ja nicht immer nur um Tyrannei und Diktaturen. Es geht ja auch zum Beispiel um ja, postapokalyptische Szenarien, ein Aufstand, eine Naturkatastrophe, dass der Lebensstandard von Menschen total sinkt irgendwie und oder dass es zum Beispiel einen Protagonisten gibt, der Verhältnis hinterfragt oder spürt, dass irgendwas nicht richtig ist. Ja? Also in Wie vor Vendetta zum Beispiel. Ja? Oder Neo in Oder Matrix. Ja. Idiocracy schmeiße ich noch mal mit in Idiocracy, den okay, das Ring. ist eine Dokumentation. Das ist ja Ja, Moment, ich sehe das auch oder ganz eine klar als Mockumentary, Dystopie. ne? Ja, Also die ja. Welt, in die der da reinfällt, das ist ganz klar dystopisch. Ja, okay, gut. Wie Und da gesagt, sind das es ist halt dumme sehr, Menschen, sehr. ne? Es ist sehr, ja, es ist sehr, sehr weit gefasst eigentlich. Wenn wir den Kern der Dystopie eigentlich rausarbeiten wollten, ich meine, worauf könnte man sich einigen? Man kann sich jetzt den Wikipedia-Artikel da durchlesen, weiß nicht, Was? Also Totalitarismus und bla und blub und ich hast würde du nicht das ganz gesehen? klar so zusammenfassen, dass du quasi einen Faktor hast, der zu einem dystopischen Verhältnis führen könnte, wie zum Beispiel eine faschistische Regierung oder Konzerne, die zu stark sind, oder die Umwelt, die uns dann irgendwie umbringt. Und du treibst das damit dann halt auf die Spitze. Also du hast zum Beispiel im Buch 1984 hast du halt diesen Überwachungsstaat, der halt auf 200% hochgeregelt ist. Im Cyberpunk, wie gesagt, hast du halt die Konzernmacht, die übertrieben mächtig ist und so weiter. In diesen Zombie-Filmen, das ist ja dann eher so der Kampf gegen die Naturgewalten, mehr oder weniger. Und das ist, wie gesagt, das, was da jetzt als Bedrohungsszenario herhalten muss, das wird dann halt einmal übertrieben und dadurch entsteht die Dystopie. Muss eine Ist da Dystopie. nicht die. Muss Entschuldigung, eine. jetzt. Entschuldigung, ja, ist kein Ich Problem. hatte gerade noch einen Geistesblitz. Ich hoffe, es war einer zumindest. Mich beschäftigt gerade die Frage, warum wir Menschen eigentlich an sowas Spaß haben, in Anführungszeichen. Warum beschäftigt uns sowas? Eine Dystopie, gleich genauso wie eine Utopie. Also da kann man eigentlich. Wenn man das eine benennt, das andere nicht außen vor lassen. Warum Naja. oder was wäre der Grund? Was haben wir davon, uns solche Luftschlösser zu bauen von Zuständen, die vielleicht nie wirklich so erreicht werden und auch nie ansatzweise? Aber
Ja, damit verwandt wäre meine nächste Frage gewesen. Muss eine Dystopie eigentlich immer mit dem Zeigefinger wedeln und sagen, Vorsicht, 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 also so könnte es kommen, wenn ihr nicht das und das macht irgendwie, ne? Schmeiße ich jetzt einfach mal in die Runde. Tun sie das alle? Ich würde sagen, nein. Manche Dystopien Nö. zeigen Also einfach ich würde sagen, nur. das ist Ermessensspielraum des Autors, was er einem damit sagen will. Ja, nur es wird halt leider Oder wie er es sagen in will. einigen Artikeln wird es halt leider so runtergebrochen, dass Dystopien immer dafür da sind, mit dem Zeigefinger zu wedeln und zu sagen, Vorsicht, Leute, wenn ihr jetzt nicht aufpasst, dann kommt es nämlich zu diesen Verwerfungen irgendwie. Und ich finde nicht, dass Dystopien immer mit dem wedelnden Zeigefinger daherkommen müssen, sondern dass sie einfach manchmal auch Sachen darstellen und einfach nur in gnadenloser, schonungsloser Offenheit künstlerisch auch einfach nur das abbilden, was gerade so in der Welt des Künstlers ist. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass nicht immer eine Ja, also Moral dabei sein muss, ne? Wie seht ihr das? insbesondere bei den neueren Dystopien, bei den neueren Sachen sehe ich das ganz stark, dass jetzt nicht mehr gewarnt wird vor jetzt zum Beispiel dem Faschismus oder so, sondern dass quasi die Geschichte, die menschliche Natur an sich untersucht. Also da kann ich auch wieder nur den Zombie-Film heranziehen, da geht es ja auch oft nicht um die Zombies, sondern da geht es darum, was machen Menschen miteinander, wenn es auf einmal keine Gesetze mehr Ja. gibt. Das ist ja so mehr oder weniger das Thema dieses ganzen Genres. Richtig. Und ja, da gibt es keinen Zeigefinger, sondern es ist einfach nur, man versucht, das irgendwie zu untersuchen, dieses Thema. Genau. Und kommt dann zu dem Schluss, dass es gar nicht so angenehm ist. Genau. Und es wird einfach gezeigt, es ist halt so und schaut euch das an oder schaut euch das nicht an, aber hier ist jetzt nicht der Zeigefinger der berühmte, ne? Genau. Ja gut, zum Thema Zombie-Filme, da fällt mir jetzt eigentlich spontan auch nur ein, obwohl es ist eigentlich kein Zombie-Film, 28 Days Later, das, ich weiß nicht, Ah ob ihr, doch, das ist natürlich ein Zombie-Film. Ja, ja, das, das sind da gehen die Zombies. Meinungen aber auseinander, weil es ist ein Nur Virus weil die da irgendwie, rennen. ja, es ist irgendwie ein Virus und das haben die auch auf Mini-DV-Kameras gedreht, irgendwie ganz abgefahren, so ein Independent-Movie, der so durch die Decke gegangen ist, irgendwie Filme. Da möchte ich jetzt gerne mal nochmal drauf kommen. Fallen euch jetzt noch so ein? Also ich habe jetzt gerade gesagt, die Terminator-Reihe. Die Terminator-Reihe. Die Die Terminator-Reihe. Reihe. Genau, richtig. Matrix wurde schon genannt. Was auch reinpasst, was Thomas gerade gesagt hat, dass jetzt aktuelle Dystopien eher so die menschliche Er ist wieder Psyche weg, oder oder? so Er ist wieder weg. Das. beleuchten. Oh, da hat das Lämpchen geblinkt, er ist wieder da. Ja, nee, ich wollte anknüpfen, was Thomas gerade gesagt hat, dass aktuelle Dystopien vielleicht eher dann nicht Systeme aufzeigen, wo es Dystopien sind, sondern irgendwie eher die menschliche Psyche. Ist hier die Purge-Reihe, die ist ja auch relativ neu, ne? Relativ, Ja, das relativ stimmt. neu, ja. Das würde ich auch sagen, ist auch eine klassische Dystopie. Gut, da wird wahrscheinlich auch, ich weiß, ich habe nicht alle Teile, glaube ich, gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele es gibt. Da wird Ja, ich glaube, die wahrscheinlich. brauchst du auch nicht alle sehen. Der erste ist vielleicht Aber noch man ganz muss nur den interessant. ersten kennen, Ja, da wird es wahrscheinlich auch dass man irgendeine weiß, was die da Regierung machen, und der Rest ist pff, geben, die eigentlich auch nur das, Schwachsinn. da wird es irgendeine Regierung geben, die das halt auch anordnet, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber letztendlich geht es da ja, mehr darum, wie die Menschen, die einfachen Menschen eben reagieren. Das wäre auch schon so eine klassische aktuelle Dystopie, denke ich mal. The Purge hat übrigens drei Teile, um das mal zu ergänzen. Und was ich sehr interessant finde, was ich gelesen habe, ist, dass Dystopien, wenn sie wirklich wirken wollen, dass die immer so ein bekanntes Maß an Vertrautheit beinhalten müssen. Also irgendwas, wo man dran anknüpfen kann. Also das kenne ich. Und oh Gott, und das wurde jetzt so schlimm. Ne? Also, dass es nicht komplett jetzt vom Himmel gefallen ist, irgendwie mit so, also so außerirdischen Szenarien und so weiter und so fort, sondern dass die klassische Dystopie immer ganz, ganz, ganz vertraute Szenarien abbildet, die sich dann wirklich ins Schreckliche oder ins Düstere irgendwie entwickeln. Und das hatte ich auch im Hinterkopf, als ich zum Beispiel Angstraum damals geschrieben habe.
Und ja, also dass sie nicht komplett aus der Luft gegriffen sind. Wie seht ihr das? Ja, also ich finde, ein Szenario, was jetzt komplett fantastisch ist, bietet ein wenig Anknüpfpunkte, um sich damit in irgendeiner Form zu identifizieren. Deswegen würde ich das genauso sehen wie du, dass man quasi von der gewohnten Welt ausgehen muss und dann da quasi diese Dystopie drauf flanscht, damit der Konsument, Zugucker, Leser, wie auch immer, da einen Einstiegspunkt hat. Ja, genau richtig. Das wär jetzt auch meine Haltung gewesen dazu. Oder ist meine Haltung dazu. So ist es richtig. Genau. Ja, es ist halt einfacher, ich denke, es ist halt einfacher, wenn ich was komplett Futuristisches habe und es wirklich einfach ein paar hundert Jahre nach vorne verschiebe, die Handlung, ist es halt einfacher für den Autor oder für den Filmmacher, das zu erklären, ne? Also wenn ich jetzt wirklich was abbilde, was unsere jetzige Gegenwart darstellt und nur ein kleines Teil verändere, kann man es, glaube ich, schnell als unrealistisch einschätzen. Und dann, ja, dann triggert es einen nicht so wirklich, glaube Dann ich. triggert das einen wirklich überhaupt nicht. Und das war zum Beispiel unglaublich schlecht. Entschuldigung, wenn ich das so hart sage. Ich weiß nicht, ob ihr den Film jemals gesehen habt, Die Zeitmaschine, Ja, wo dann natürlich. wirklich, och, ist das schlecht gewesen, wo dann die Morlocks und die Eloy, glaube ich, irgendwie im Jahr, ach, hau mich tot, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Kennt ihr diesen Film? Ich Ja, hoffe welchen von den nicht. Filmen? Ich glaube, das Ah, war der bestimmt neueste. irgendwann mal gesehen. Ich glaube, es war der neueste. Ja, es war auf Ich jeden Fall ganz, ganz habe schlecht. das Original von H.G. Wells gelesen, was natürlich für die Zeit bombemäßig war. Und dann gab es, glaube ich, in den 70ern oder so mal einen Film. Und dann gab es ja jetzt vor relativ kurzer Zeit mal einen modernen Film, der Genau, nichts und der mehr mit dem Buch moderne groß zu Film tun ist, hatte. ja, und der moderne Film ist absolut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir raten Ihnen von diesem Film hier ab. Dankeschön. Zum Thema Dystopie würde ich noch vorschlagen, auf jeden Fall meine Vorbilder auch noch, Roman dankenswerterweise von dir vorgeschlagen für mich, The Man in the High Castle. Ich hoffe, ihr könnt damit alle was anfangen mit dem Griff der Serie. Die geht jetzt in die letzte und vierte Staffel. Das wäre jetzt eine wirkliche Empfehlung an dieser Stelle, diese Serie zu gucken, weil sie ist unglaublich gut gemacht, sie ist gut geschrieben. Sie ist originell und ja, man braucht ein bisschen Sitzfleisch, ein bisschen Durchhaltevermögen. Vaterland hatte ich gerade schon erwähnt. Ansonsten kennt ihr noch Dystopien oder dystopische Filme, die sich mit Faschismus beschäftigen, die euch jetzt gerade spontan in den Sinn kommen? Boah, ich denke gerade nach, aber Operation in Overlord. einem futuristischen Setting meinst du jetzt? Ja, nicht nur in einem futuristischen Setting. Also Dystopien müssen ja nicht immer nur in der Zukunft spielen, ne? Das können ja auch Ja, ich hatte alternative. jetzt vorhin noch an Tribute von Panem gedacht, so aus dem Jugendbuchbereich. Oh, Die Filme waren ja ist auch das wirklich ein zumindest Dystopie? finanziell Ja. erfolgreich, aber so diese Welt, in der die Distrikte da auf Leben und Tod gegeneinander kämpfen zur Belustigung einer Elite, ist halte ich durchaus für einen dystopischen Zustand. Das wäre zumindest jetzt nochmal so ein Ding, was eher so massenpopulär bekannt ist. Und dann gibt es doch noch diese Maze Runner-Filme. Die kennt ihr? Oh, die habe ich nicht gesehen. Ich glaube, mal reingeguckt, aber fand es dann ziemlich furchtbar. Da bin ich dann, glaube ich, nicht mehr die Nee, Zielgruppe. Oder da wurde mir sehr stark glaub abgeraten. Das nicht. sind Da die. sind wir, glaube ich, zu alt für. Das sind so die klassischen Ja, das Teenager-Filme. sind ja diese Okay. Young Adult Fiction-Geschichten, ne? Ja, wir Ja. hatten American Pie, die kriegen halt jetzt Maze Oh Runner. Ich weiß noch, Gott, das was ist war aber besser? sehr, sehr runtergebrochen, mein Lieber. Wirklich. Nee, aber auch dystopisch. Also die Maze Runner, das gibt es dann auch in der verbrannten Zone und so weiter. Auch dystopisch, würde ich sagen. Minority Report ist auch von Philip K. Dick, ne? Das ist auch ein absoluter Klassiker. Ja. Ich hoffe, den habt ihr auch alle gesehen, ja? Beziehungsweise jetzt wird mir wahrscheinlich wieder gesagt von euch, oh nee, ich habe das Buch gelesen. Nein, ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe nur einen Film gesehen. Tut mir leid. Aber auch ein absoluter Klassiker des Genres. Ich habe noch einen Klassiker rausgesucht. Ich habe mich ja top vorbereitet, wie ihr natürlich auch. Hervorragend. Und
Nee, und zwar habe ich auch mal gedacht, was gibt es denn an deutschen Dystopien eigentlich großartig? Man redet jetzt immer über Hollywood-Filme und Philip K. Dick und so. Mir ist noch das Millionenspiel eingefallen. Das ist doch meines Erachtens auch eine ganz klassische Dystopie. Von, ich habe nachgeguckt, 1970. Ich glaube, Drehbuchautor war hier Wolfgang Menge, der auch Ein Herz und eine Seele geschrieben hat. Und das ist auch so ein, wie ich finde, richtiger Klassiker. Kennt man heute gar nicht mehr so richtig. Mal kurz vielleicht zur Handlung. Ich weiß nicht, ob ihr das alles so auf der Pfanne habt. Ist so ein bisschen ähnlich wie Running Man, also eine Spielshow, wo also ein Mensch 1 Million D-Mark, war es damals, gewinnen konnte. Und das Ziel war einfach, ich glaube, 1 Woche zu überleben. Und er wurde dann von einer Bande Auftragskiller, wie auch immer, ja, verfolgt und wurde von denen, oder wir haben versucht, den zu ermorden oder zu erschießen. Und die Bevölkerung konnte ihm entweder helfen oder aber Hinweise geben, wo er sich vielleicht versteckt oder wo er sich aufhält, wo er hingeflüchtet ist. Das war, glaube ich, damals ein ziemlicher Kracher und ich finde auch, dass das bis heute echt nachwirkt. Also kann ich nur empfehlen. Sehr interessant, Da ja. weiß ich aber, dass der wirklich explizit auch bei Running Man als Inspiration erwähnt wird. Das kann durchaus sein, aber ich finde ihn halt gerade jetzt als mit der deutschen Brille das mal zu sehen, ist super interessant. Gerade wenn man noch ein bisschen älter ist und auch noch die älteren Spielshows und Samstagabendshows kennt. Moderator ist da ja tatsächlich Dieter Thomas Heck, der also dieses Millionenspiel moderiert. Und ja, das ist dann so ein bisschen Mockumentary-mäßig aufgemacht. Übrigens, der Boss von diesen Auftragskillern ist Didi Ich wollte gerade Hallervorden. sagen, das musste man doch erwähnen. Absolut geil, aber das war, glaube ich, noch vor seiner Zeit mit hier Palim Palim und Arno Flasch Pommes. Und aber also das fand ich, also dieser Film, ich glaube, es war ein Fernsehfilm, ich glaube, der kam auch nie in die Kinos, der hat wirklich schon viel auch vorweggenommen, ja, was man heute mittlerweile hat und gut, was man aber Gott sei Dank noch nicht Den habe ich erreicht auf hat, sage jeden ich Fall auf dem mal. Schirm, Roman. Also das Millionenspiel habe ich noch nicht Also gesehen. ich habe davon gelesen, ja. Also geile Geschichte auf jeden Fall. Also es ist wirklich mega. Ich unterschreibe jedes einzelne Wort von Roman. Ja, guck dir den bitte mal an. Der ist wirklich hervorragend. Ja gut, zur deutschen Dystopie muss man natürlich jetzt zum Ende hin unserer Diskussion auch noch natürlich sagen, ihr wisst, welchen Film ich jetzt meine, oder? Ich sag nur für wen. Erleuchte uns. Metropolis. Hallo, Leute. Ach so. Ach, Metropolis. Ja. Jawohl, okay. Unglaublich. Unglaublich gut und ein absoluter Klassiker. Ein absoluter dystopischer Klassiker. Aber Ja, gut. künstlerisch so unglaublich toll umgesetzt. Ja, also das ist wirklich ein weltweiter Klassiker geworden. Ne? Aber gut, dass Roman, dass du gerade die deutschen Dystopien nochmal angestoßen hast. Was wir jetzt an deutschen Dystopien sonst noch hatten, ja, Wie da sieht's denn gibt's. mit das Experiment aus? Nee. Ist mir gerade noch voll Ja. eingefallen. Weil ich meine, letztendlich, es ist ein bisschen Meta, ne? Es beschreibt ja nur einen dystopischen Zustand innerhalb dieses Experimentes. Aber was das Experiment zeigt, ist ja, was passiert, wenn Menschen in Machtpositionen sind und willkürlich Macht über andere Ja gut, aber ausüben das Ganze können. wurde auch schon Und das. ich In die wollte gerade Welle sagen, da kannst angerissen, du auch ne? direkt die Welle ansprechen, Ja, ja. nee, aber das ist doch eigentlich unangenehm zu gucken, oder nicht? Auf jeden Definitiv, Fall. ja, für mich Wobei war man, es. also deswegen, es geht schon in so eine Richtung, weil es eine Welt zeigt, in der man halt nicht leben will. Ja, natürlich, klar, sicher. Mich hat es auch deswegen angefasst, weil es wird alles in meiner lieben Uni Wuppertal gedreht und ich kannte da jeden Gang und jeden Raum irgendwie und ich dachte so, oh nein, wirklich jetzt? Aber eine Dystopie ist es eigentlich nicht, weil es beschreibt ja keine Gesellschaft. Ne? Es beschreibt ja keinen Gesellschaftszustand. Es ist ein Experiment, das so hermetisch Ja, abgeschottet aber ist. dann Ja, betrachtest du es als es ist Metapher breit, oder es ist breit, Gleichnis ja, oder ein Gleichnis. klar hast du die Ebene mit dem, ne, wie die Gefangenen sich verhalten und die Wärter tatsächlich mit den Gefangenen umgehen. Aber wenn man da ein bisschen rauszoomt und dann auch noch die Rolle von den Forschern noch mit dabei
dazu zustellt, ne? Warum machen die das jetzt und warum greifen die da nicht ein und warum lassen die das laufen und muss das unbedingt so? Da ist auch viel, da hast du auch viel Stoff zum Nachdenken, was da passiert. Ja, gut, nur der Begriff der Dystopie ist da, greift für mich da nicht, weil für mich ist Dystopie ein Gesellschaftszustand. Jetzt kannst du natürlich sagen, oh, welche Gesellschaft das zulässt, aber die anderen sind ja alle noch eigentlich normal. Es ist ja nur so eine Insel. Ja, aber wer sagt denn, dass sich eine Gesellschaft nicht so verhalten kann? Das ist ja genau das, was da gezeigt wird, nur in einem sehr kleinen Maßstab. Ja, eben, im kleinen Maßstab. Was passiert in einer obrigkeitshörigen Gesellschaft, in der die eine Hälfte Blockwarte und Polizisten sind und die andere Hälfte ist nicht mehr als ein Lohnsklave oder ein Gefangener seiner Umwelt oder wie auch immer. Das ist ja schon, also wenn das keine Dystopie ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, wie gesagt, also der Begriff, den kann man wirklich sehr, sehr weit. Und das ist ja auch eine Beschreibung von Angstraum. Ne? Ja. Das ist ja genau das Gleiche. Ja, wobei du hast eine herrschende Klasse und die Unterdrückten. Ja, wie gesagt, es ist da gehen wir jetzt wirklich in einen ganz philosophischen Bereich, weil es lässt sich halt sehr, sehr. Ja, lass uns doch dahin gehen, dann wird es interessant. Ja, okay, gut. Von mir aus, wie gesagt, für mich ist es eine Beschreibung, eine düstere Beschreibung eines Zustandes von einer kleinen Gruppe von Menschen, was für mich jetzt nicht an Dystopie heranreicht. Weil für mich. Also ich fasse diesen Griff weiter und es geht immer auf die Gesellschaft und auf alle Zustände. Ja? Und in das Experiment ist es halt eine kleine Insel, in der schreckliche Dinge stattfinden. Wenn du so möchtest, dann könntest du auch jeden zweiten Horrorfilm quasi als Dystopie klassifizieren. Ne? Ja, das sehe ich ähnlich wie der Benjamin, bildet, das stimmt schon. Ja, das ist eher so ein die ja, menschliche gut, Psyche klar, wird natürlich, da beleuchtet. Ja, ein Stück weit habt ihr ja recht. Das stimmt ja. Zumal das ja sogar Realität ist. Ne? Also ich glaube, Experimente in der Richtung hat es ja auch wirklich schon gegeben, wo man eben versucht hat, zwei verschiedene Personengruppen zu untersuchen. Die einen sind quasi Wärter im übertragenen Sinne und die anderen die Gefangenen. Und das ist ja tatsächlich so. Ja. Also es passiert wirklich so. Ganz genau, oder man bedenke zum Beispiel auch diese Experimente, die gemacht wurden in den USA. Da hat Eli Roth, der Regisseur, auch mal eine Dokumentation drüber gedreht, gibt Menschen Stromstöße. Obwohl ja, das sie keine meinte ich, bekommen glaube ich, haben. Ja. Ja, genau. Und das sind keine Dystopien, das sind Beschreibungen von, wie soll ich es formulieren? Helft mir. Es ist leider keine Fiktion, sagen wir es mal so. Es ist leider kein menschliches Verhalten. Ja, genau, richtig. Es ist eine Beschreibung von menschlichem Untersuchung von menschlichem Verhalten, ganz genau, richtig. Und das macht aber noch keine Dystopie aus. Es sind halt die Strukturen, die das Ganze zu einer Dystopie machen. Ja, okay, gut. Menschen, da kann man sich natürlich drüber streiten und die verhalten sich dann so oder so. Deswegen diskutieren wir ja auch drüber. Das ist ja wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Zum Abschluss gefragt. Wie sieht es denn eigentlich mit Videospielen aus? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist ein sehr weites Videospiele hätte ich jetzt auch noch auf dem Schirm gehabt. Ich habe tatsächlich gelesen, dass auch Warhammer 40.000 zur Dystopie gezählt wird. Würde ich gar nicht sagen. Das ist eher eine Parodie. Ja, Thomas, bitte. Bitte, erlöse mich davon. Ja, ich meine, Warhammer 40k ist natürlich eine dystopische Welt, die aber so dermaßen dystopisch ist, dass man das nur noch als Parodie auffassen kann. Ab wann ist denn der Begriff der, oder ab wann ist denn die Schwelle übersprungen von einer wirklichen Dystopie zu, ja, schon fast zu einer Parodie? Also wo man sich denkt, ey, nee, also so krass kann es jetzt aber auch nicht sein, ne? Wo ist denn da bei euch die Grenze? Sobald irgendwas mit Fantasy-Elementen oder Orts ist. Das ist schon mal ein dann weißt du, okay. Aber es ist halt, wenn man sich in diese Warhammer 40k-Welt reinliest, das ist ja tatsächlich alles nur Scheiße in dieser Welt. Und du wirst nur geboren, um irgendwann mal in so einer
irgendwie einer Front zu stehen und dann irgendwie zu Millionen niedergestreckt zu werden. Und es gibt einfach überhaupt gar keinen Ja, Lichtblick mehr und es ist einfach alles so mega ist übertrieben. das wirklich, so scheiße? Ja, Ich kenne das nur als, das ist dieses Tabletop, ne? richtig, Ja, es ja. ist halt wahnsinnig überzogen einfach alles. Ja, okay. Bis zur Unkenntlichkeit überzogen und das Ganze macht das so plakativ. Aber so in der groben Kategorie Dystopie ist das auf jeden Fall drin. Natürlich in einer parodistischen Form, aber ja, parodistische Dystopie, können wir uns Ja, darauf einigen? Ich gut, kann glaube, man das machen. ich Also, habe um jetzt damit mal kein, ein, ich habe damit keine Verträge. Ich kenne das nicht. um jetzt Ich mal kenne ein das nicht. Videospiel Also anzusprechen, was definitiv auf jeden ja. Fall dystopisch ist, da würde ich tatsächlich Half-Life 2 nennen. Das ist ja jetzt auch gerade wieder so ein bisschen im Oh Gespräch. ja, oh schön, schön. Und das ist sehr schön, gerade am Anfang, wenn man da noch so richtig wehrlos ist und da durch diese Stadt laufen muss, wo quasi diese bewaffneten Combine-Soldaten mit diesen Gasmasken und so rumlaufen. Das ist sehr beklemmend Ja, und auf das, jeden Fall. vor allem wie die Passanten und Ja, Zivilisten drangsalieren und keine Ahnung, irgendwo eine Dose runterschubsen und da, hier, heb Ja, das das ist ja auf, das hör. Erste, was man machen muss im Spiel, die Dose aufheben. Ja, gut, ich Ja, würde. aber es, weißt, es setzt in dem Moment schon den Ja, richtigen Ton, wo es Spiel hingeht. Also geht natürlich auch erzählerisch einher mit dem und gesamten, ja, visuell es geht einher mit diesem fantastisch. gesamten, mit dem gesamten Design des Spiels. Es ist ja alles sehr, ja, in sehr desaturierten Farben, sag ich mal. Die Gebäude sind alle so Ostblock-mäßig, sag Ja, ich mal. Alles sehr das ist auch ein trostlos sehr, halt. sehr guter Punkt, Ja. ne? Das würde ich auch zum Ende noch mal gerne ansprechen. Dystopien von der Gestaltung her. Natürlich immer sehr entsättigte Farben, schwarz-weiß am besten oder sehr dunkel, sehr düster gehalten, ne? Also da sind keine grellen Farben, ne? Also ich würde auf jeden Fall noch die Alien-Reihe mit dazu nehmen, weil Ja, also Weyland Yutani ist ja auch dann wieder ein also Konzern, ne? zumindest Der ja. Mh. Absolute Obermord ist und so, ne? Genau, richtig. Würde ich auch noch mit reinnehmen. Habt ihr noch einige abschließende warme Worte zu einer Utopie zum Beispiel? Was wünscht ihr euch? Zu einer Utopie. Ja, bitteschön. Und jetzt der Reihe nach, Ich bitte. wünsche mir Weltfrieden und Schokoladenkekse für alle, die einem dann Pfadfinder Super. vorbeibringen. Thomas, du? Ja, ich finde, das wird viel besser Das mit machen. den Ja, und Thomas? Schokoladenkeksen finde ich gut, ja. Also im Gegensatz zur Roman? Dystopie haben wir ja heute noch die Möglichkeit, haben wir es ja heute selber noch in der Hand und können dafür sorgen, dass die Dystopien, die wir uns so ausgedacht haben, nicht Wirklichkeit werden. Ja, ich habe mit Roman. 1984 angefangen, dann schließe ich auch damit. Ich wünsche mir davon mal ein gescheites Remake, weil der Film fand ich nicht so geil. Und da ja von allem und jedem Remake und Reboot und sonst was gemacht wird, will ich da mal einen neuen Film von sehen. Hervorragend. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden wir uns und wir waren die Helden oder wir sind die Helden ohne Anstand heute bei Grenzland Vibes. Ich sag's immer falsch. Grenzland Vibes ist überhaupt kein Problem. Und wir verabschieden uns auch mit einem Song, den ich auch sehr in einer Dystopie verorten würde. Er ist unglaublich toll und er ist der Soundtrack zu einem unglaublich tollen Film, Requiem for a Dream. Ihr hört jetzt zum Abschluss Clint Mansell Lux Aeterna mit der orchestralen Version. Viel Spaß damit und wir verabschieden uns. Wir sind die Helden ohne Anstand und tschüss.